Hallo zusammen, es ist heute Sonntag, 25. Oktober und ich bin nicht mehr am Caravan Bern. Das ist die Standbestätigung, dass wir am Caravan Bern gewesen hätten sein sollen. Am Freitagabend, also die Messe lief zwei Tage, am Freitag wäre es bis 8 gegangen, ist es bis 8 gegangen. Um 5:30, 6 Uhr kam die Durchsage, der Kantonsrat von Bern hat beschlossen, dass die Messe gelöscht wird. Am Montag kam hier noch dieses Mail, dass die Messe unter allen Auflagen durchgeführt wird. Man hätte die Messe eigentlich am Montag absagen können, da wäre kein Aufwand gewesen, die Ware zu richten hier oder nicht mehr so viel, die war ja eigentlich am Montag schon alles parat. Wir müssen nicht aufladen, wir mussten nicht nach Bern fahren. Weil Donnerstag, Freitag sind ja toll, aber es sind nicht die Spitzentage an der Messe. Aus diesem Grund hätte man es heute Abend absagen können, weil der Montag bringt eigentlich auch nicht mehr so viel. Warum diese Absage einer Messe, und ich muss ein Lob machen an die Messe, das Schutzkonzept mit dem Fieberthermometer, Messen am Eingang, mit den Mädchen und Jungs, die rumgelaufen sind, wenn man allein die Maske da unten hatte, kamen sie, können sie die Maske richtig anziehen, Hygienekonzept, Desinfizieren des Standmaterials und so weiter. Das ist nach mir wesentlich besser, wenn ich hier in die Stadt gehe. Ja, tut mir leid, da hat es wesentlich mehr Leute auf engerem Zeitpunkt weder da an der Messe. Ihr seht vielleicht andere Videos von der Messe. Die Gänge waren wirklich leer. Unsere nächste Messe, das wäre gewesen die CMT in Stuttgart. Die wurde am Mittwoch abgesagt. Da kam ein Schreiben, dass da nichts mehr los ist. Also da stellen wir nicht mehr aus an der CMT. Ja, ich warte auf die nächste Messe, die wir durchführen. Das ist die Abenteuer Sauzeit in Friedrichshafen. Die wurde verschoben nach Friedrichshafen. Der letzte Stand, den ich habe, von Mitte dieser Woche. Die Messe findet statt, nur die Schweizer nicht aus Grenzgebiet wie in den Thurgau oder St. Gallen können dann gar nicht nach Friedrichshafen einreisen. Also das heißt, Schweizer aus Zürich oder weiter weg können nicht an diese Messe kommen. Und ich weiß nicht, ob sie noch abgesagt wird bis in zwei Wochen. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Messe stattfindet, bin ich da. Ich freue mich auch auf alle, die kommen. Ich werde jetzt wieder mehr Videos machen bei YouTube. Die einen habe ich jetzt schon hochgeladen. Ich wünsche euch einen schönen Tag hier aus meinem Home-Studio ist leer. Ich wünsche euch trotzdem ein gutes Wochenende und eine gute Zeit mit all diesen Mikroben und was da auch auf uns zukommt. Bleibt gesund und einen schönen Tag.